Das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort begrüßt Sie herzlich zum Staatspreis Public Relations 2020. Durch die Preisverleihung führt sie Nina Kraft. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Staatspreis Public Relations 2020, den wir heuer schon zum 37. Mal vergeben. Und wir haben ein besonderes Jahr, das heißt, wir vergeben auch diesen Preis unter besonderen Umständen. Denn zum ersten Mal können Sie zu Hause und im Büro live dabei sein bei dieser Preisverleihung. Also auch von unserer Seite ein herzliches Willkommen bei dieser Preisverleihung. Wir küren heute 6 Kategoriesieger. Und eine Person wird heute mit dem Staatspreis Public Relations nach Hause gehen. Wir sind schon sehr gespannt. Ich freue mich über die Gäste hier bei uns im Studio. Ein herzliches Willkommen an Herrn Generalsekretär Diplomingenieur Michael Esterl. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Ich habe schon gesagt, es ist schon ein besonderes Jahr, herausfordernde Zeiten. Und dieser Staatspreis ist auch in diesem Jahr für Sie etwas ganz Besonderes, oder? Ja, das ist wirklich ein sehr besonderes Jahr. Mit Höhen und Tiefen. Einerseits bin ich froh, dass wir hier sind. Digitalisierung macht es möglich, mit euch gemeinsam mit dem BR-Verband den Staatspreis zu verleihen. Andererseits habe ich auch ein weinendes Auge, nämlich dass wir nicht so wie gewöhnlich im Studio 44 mit ganz vielen Leuten das gemeinsam feiern können. Warum ist es, wie sagen, auch für das Thema BR so ein wichtiges Jahr? Aus meiner Sicht ist das Thema Vertrauen und Glaubwürdigkeit vor allem dieses Jahr ganz, ganz wichtig. Und was würden wir als Regierung, wie sagen, tun, wenn wir nicht den BR-Verband oder die Agenturen hätten, nämlich wenn es um das Thema Kommunikation geht. Und beim Thema Corona gibt es ja ganz viele, die nicht darauf bedacht sind, vertrauenswürdig und glaubwürdig zu kommunizieren. Und wir wollen ja die Bevölkerung nicht verunsichern, sondern mit den neuesten Informationen versorgen. Deswegen ist es aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, in diesem besonderen Jahr auch beim Thema Kommunikation noch mehr auf Vertrauen und Glaubwürdigkeit aufzupassen. Und deswegen ist es für mich persönlich eine große Freude, gemeinsam mit dem BR-Verband heute die höchste staatliche Auszeichnung, nämlich den Staatspreis, verleihen zu dürfen. Sie haben die Digitalisierung schon angesprochen. Wo sehen Sie denn den Zusammenhang zwischen dem Megatrend Digitalisierung und Public Relations? Also, wenn Corona was Positives auch gebracht hat, dann für die Digitalisierung, es war ein irrsinniger Digitalisierungsschub. Und ich glaube, eine BR-Strategie ohne digitale Elemente funktioniert nicht. Ja, das hat man spätestens jetzt gemerkt, dass es für eine ordentliche BR-Strategie viele digitale Elemente braucht, nämlich um schnell kommunizieren zu können, um treffsicher kommunizieren zu können und vor allem die jungen BR-Agenturen sind sehr darauf bedacht, vor allem digitale Elemente hier zu verwenden. Dann sind wir gespannt, wer denn heute mit dieser Trophäe und auch mit den Nominierungen nach Hause geht. Denn eines muss man sagen, eine Nominierung für den Staatspreis Public Relations ist eine Auszeichnung an sich. Das heißt, der Staatspreis ist die größte staatliche Auszeichnung für hervorragende Unternehmensleistungen und die Nominierung, auf die kann man wirklich stolz sein. So viel vorweg schon mal für alle Nominierten. Und jetzt freue ich mich, dass Dr. Julia Wippersberg auch bei uns ist, Präsidentin des Public Relations Verbands Österreich und Juryvorsitzende, ganz wichtig, das heißt, Sie haben die eingereichten Arbeiten auch alle gesehen und studiert und Sie organisieren gemeinsam mit dem Bundesministerium diese Preisverleihung. Aber was mich interessieren würde, Sie als Insider, wie geht es der Branche? Zunächst einmal, bevor ich diese Frage gerne beantworte, möchte ich sagen, dass ich mich sehr freue, dass wir diese Verleihung heute doch in einem dieser feinen Zeremonie machen können. Ich teile das weinende Auge absolut mit Ihnen. Ich habe sogar 2 weinende Augen, weil wir freuen uns eigentlich das ganze Jahr auf die PR-Gala. Und es ist schon schade, dass wir sie heuer nicht machen können, aber es ist halt heuer so. Das Jahr, du hast es gesagt, ist ein besonderes und die Eventbranche leidet, glaube ich, noch sehr viel mehr darunter als wir. Wie geht es der Branche? Nun, es war kein leichtes Jahr für niemanden, für keine Branche. Ich bin aber sehr froh über die Wertschätzung, die Sie, Herr Generalsekretär, unserer Branche entgegenbringen. Das ist nämlich sehr wertvoll. Und wir haben auch gesehen, dass es eben genau diese Wertschätzung ist und dieser Wert, den die Kommunikation für Unternehmen und Organisationen erbringen kann, die die Branche auch so krisenresistent macht. Gerade in der Krise braucht man diese Art der Kommunikation. Und ja, wie geht es der Branche? Das kommt sehr darauf an, wie
wie eine Agentur oder ein Unternehmen aufgestellt ist, wenn man sehr monothematisch bei den Kunden ist. Also Agenturen, die nur Tourismuskunden betreuen, haben es in diesem Jahr doch beträchtlich schwerer, denke ich. Aber unsere Branche ist auch bekannt dafür, sehr adaptiv zu sein. Das heißt, wir stellen uns sehr schnell auf neue Situationen ein. Und in der Digitalisierung waren wir einfach schon gut aufgestellt. Ja, ich glaube, da können wir gut anschließen. Und den letzten Boost hat uns dann tatsächlich Corona noch gegeben. Sie sprechen es gerade an, Corona. Es gibt ja auch heuer den Sonderpreis Corona, selbstverständlich zum ersten Mal. Ja. Hoffentlich auch zum letzten Mal. Ja, ja, das hoffen wir alle. Aber auch einen sehr erfreulichen Award, nämlich den Austrian Young PR Award. Diese zwei Sonderpreise, was dürfen Sie uns da jetzt schon verraten darüber? Naja, der Austrian Young PR Award ist schon beinahe ein Klassiker. Wir geben ihn schon zum fünften Mal. Da gibt es einen Unterschied zum Staatspreis. Da wird nämlich kein selbst durchgeführtes Projekt eingereicht, sondern es gibt einen Auftraggeber, einen realen aus dem NGO-Bereich, und für diesen Auftraggeber soll dann ein Konzept erstellt werden. Das heißt, alle Einreicherinnengruppen arbeiten zum selben Thema. Und in diesem Jahr war das AmbaMed, die beschäftigen sich mit ambulant-medizinischer Versorgung für Personen ohne Versicherungsschutz. Dann würde ich sagen, wir verlieren keine Zeit, oder? Wir kommen gleich zu unserem ersten Sonderpreis, nämlich der Sonderpreis Corona-Projekte, die eben seit März 2020 mit Bezug zur Corona-Krise umgesetzt wurden. Und das sind die Finalisten. Nominiert für den Sonderpreis Corona im Rahmen des Staatspreises Public Relations 2020 sind Vollpension Generationencafé. PR-Träger Vollpension Generationencafé GmbH. Externer Berater Schütze Positionierung GmbH. Willkommen in der Vollpension. Also ich kann euch jetzt sagen, wir sind ja das coolste Lokal überhaupt. Und wisst ihr auch warum? Ihr arbeitet jung und alt zusammen. Wir wollen zeigen, dass das hervorragend geht. Gehen wir, wir sind nominiert. Nominiert, das kriegen wir fix. Lass nicht, das sind echt die Großen nominiert. Ja, die können Sie warm anziehen. Gegen uns hunderte Berichte von der Vollpension, 45 Omas und die fette Fanbase, haben die keine Chance. Danke. Hashtag Bundesliga Teamwork. PR-Träger Österreichische Fußball-Bundesliga. Externer Berater ML Marketing GmbH. Fußball ist viel mehr als das Spiel 11 gegen 11. Fußball ist Gesundheit, Integration und Teamwork. Und in einer Zeit, in der scheinbar alles stillstand, war es uns wichtig, unserer Vorbildwirkung gerecht zu werden. Gemeinsam mit der Agentur ML Marketing haben wir binnen 3 Tagen eine umfassende digitale Kampagne ins Leben gerufen. Mit dem Hashtag Bundesliga Teamwork konnten wir hunderttausende Menschen unterhalten und informieren und positiv ablenken. Zusammen mit der ML es ist trotz Aussetzen des Ligabetriebs gelungen, die Reichweite auf den Digitalkanälen massiv zu steigern und das Ganze sehr authentisch und zielgruppenspezifisch. Hashtag Energiebringer. Wiens Stadtleben digital im Wohnzimmer. PR-Träger Wien Energie GmbH. Was machen eigentlich Künstler wie Ernst Molden oder Sportprofis wie die Rapidler im Lockdown? Nicht viel, und damit verlieren sie ihr Publikum. Mit den Energiebringern wollen wir genau hier Brücken schlagen und eine Art virtuelle Bühne über unsere Online-Kanäle bieten, um täglich ein paar Türchen statt Leben zu den Menschen in die Wohnzimmer nach Hause zu bringen. Bisschen Unterhaltung, gute Tipps und Tricks für diesen neuen Alltag. Und wir in der Kommunikation machen das, was wir bei Wien Energie am besten können. Wir bringen viel nachhaltige Energie. Damit haben wir alle Finalisten gesehen für diesen Sonderpreis Corona, heute beim Staatspreis Public Relations. Und die Spannung steigt auch bei uns im Studio. Wir lösen auf. Dieser Sonderpreis geht an. Jawohl, herzlichen Glückwunsch, die Energiebringer, Wien Stadtleben digital im Wohnzimmer. Herzliche Gratulation, das ist Ihre Urkunde für diesen Sonderpreis. Schön, dass Sie heute bei uns sind, Astrid Salmhofer von Wien Energie.
Klären Sie uns auf. Ganz Österreich war im Lockdown, ganz Österreich ist stillgestanden und in dieser Zeit haben Sie es geschafft, diese Kommunikationsstrategie umzusetzen. Wie schwierig war das in Zeiten des Stillstands? Es war sehr schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen, aber in erster Linie hat ein Energieunternehmen die Aufgabe, für Sicherheit und Versorgung zu sorgen, also dass Strom und Wärme in die Haushalte kommt. Und für uns, wir hatten 53 Mitarbeiter, die wir isoliert hatten, dass das gesichert ist. Ja, also wirklich, die waren wirklich isoliert für einen Monat, dass nichts passiert. Und in diesem Lockdown wussten wir auch, wir mussten auch die Leute ein wenig unterhalten. Ja, wir wollen auch Energie in die Wohnzimmer bringen. Und das ist uns mit den Energiebringern gelungen. Wir unterstützen Künstler, wir unterstützen Sportler in Wien. Und wir haben gesagt, die sind zu Hause, was können wir mit denen tun? Die hatten alle zu Hause, haben ein Video gedreht und das konnten wir in die Wohnzimmer bringen und so einen Mehrwert für die Leute zu Hause schaffen und auch für uns, weil viele auf Wien Energie Homepages, auf Facebook und überall unterwegs waren. Also wir haben uns sehr darüber gefreut. Vielen Dank für die Auszeichnung und diese Auszeichnung geht natürlich ganz besonders an mein Team. Ja, ich allein war das nicht. Vor allem allen voran Gundi Meierhofer, die diese Idee hatte und ich freue mich sehr. Also diese Auszeichnung werde ich meinen Leuten sehr, sehr gerne übermitteln. Und die Jury hat eben für ihr Projekt gestimmt und das ist die Jurybegründung. Die Kommunikationsstrategie der Wien Energie setzte während der Corona-Krise, während des Lockdowns erfolgreich auf den Erhalt der sozialen Kontakte zwischen Sportlerinnen, Kunst- und Kulturschaffenden sowie Unternehmer mit deren Publikum und Kunden durch eine neue Social-Media-Plattform. Der auf Facebook, YouTube und Instagram verbreitete Videocontent konnte so über viele Wochen mehr als 900.000 Menschen erreichen. Und mehr als 900.000 Menschen jubeln jetzt vor dem Bildschirm, dass Sie diesen Sonderpreis mit nach Hause genommen haben. Vielen herzlichen Dank für den Besuch. Wir freuen uns sehr. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Gratulation. Und wir kommen damit zu unserem zweiten Sonderpreis, Young PR Award. Wir haben schon gehört, es ist ein realisierbares PR-Projekt gekürt worden für eine Non-Profit-Organisation, AmbaMed. Da geht es um ambulant-medizinische Versorgung für Menschen ohne Versicherungsschutz. Und dieser Preis geht an. Nominiert für den Sonderpreis Austrian Young PR Award im Rahmen des Staatspreises Public Relations 2020 sind Hashtag Be a Hero, ein Projekt von Katharina Haider-Fischer. Geschichten für Gesundheit, ein Projekt von Romana Krempel und Jana Walch, Studentinnen an der Fachhochschule St. Pölten. Was wäre, wenn? Ein Projekt von Daniela Gissing und Theresa Melissa Pichler, IKP Wien GmbH. Das sind Sie, die jungen PR-Einsteiger unter 30. Und wer wird da jetzt gleich jubeln? Wir lösen auf. Wäre, wenn Gesundheit kein Grundrecht ist. Für die meisten ist das einfach unvorstellbar. Doch für 27.000 Menschen in Österreich ist das Realität und es ist an der Zeit, nicht mehr wegzuschauen. Mit unseren Aktivierungsideen sollen die Bekanntheit von AmbaMed gesteigert, ehrenamtliche Mitarbeiter an Bord geholt und Spender, Sponsoren sowie Unterstützer lukriert werden. Wir setzen vor allem auf medizinische Fachgesellschaften, Testimonials, Sinfluencer und Social Media. Die AmbaMed-Botschaften sind dabei so stark, dass man das Thema Unversichertsein nicht länger ignorieren kann. Was wäre, wenn Daniela Gissing und Theresa Melissa Pichler jetzt diesen Preis mit nach Hause nehmen? Das ist Realität. Herzlich willkommen bei uns und Gratulation. Das ist die Nominierungsurkunde, die können Sie gleich in die Arme schließen. Und was mich interessieren würde, Frau Gissing, diese Frage, die Sie sich gestellt haben, was wäre, wenn, war das tatsächlich Ihre Frage zum Einstieg ins Projekt?
Ja, das war wirklich unsere Einstiegsfrage. Wir haben AmbaMed besucht, wir haben recherchiert, wir haben uns mit der Frau Spack zusammengesetzt und wollten einfach mehr dazu wissen, Hintergründe erfahren. Und wie wir da an der Rezeption gesessen sind, haben wir halt gesehen, wie auch viele junge Frauen, schwangere Frauen kommen. Und wir haben uns dann gedacht, auch gerade jetzt in diesen Zeiten, was wäre wenn? Was wäre, wenn das uns betrifft, wenn das unsere Familie betrifft? Was würden wir tun? Und genauso haben wir dann am Heimweg eigentlich gesagt, ja, das ist unser Kampagnenname, so machen wir das jetzt. Sehr emotionsgeladen. Herzliche Gratulation. Und danke. Die Jury hat wie folgt geurteilt. In ihrem ausführlichen und detailreichen Kommunikationskonzept fokussierten die Preisträger nicht nur auf Spender und Unterstützer, sondern auch darauf, ehrenamtliche Ärzte an Bord zu holen. Die strategisch gut ausgewählten Aktivierungsideen von Testimonials, Veranstaltungen mit Partnern, Medienarbeit, Social-Media-Aktionen bis hin zur Teilnahme an einem Wettbewerb haben ein hohes Realisierungspotenzial. Darüber hinaus beeindruckten die messbaren Ziele und der hohe Stellenwert, der der Evaluierung beigemessen wurde. Und dafür gibt es ganz klar einen Sonderpreis. Herzliche Gratulation. Dankeschön. Danke. Danke. Gratulation. Damit haben wir die beiden Sonderpreise schon vergeben. Herr Generalsekretär, worin sehen Sie denn die Bedeutung von Public Relations für die österreichische Wirtschaft? Also für die Unternehmer an sich ist es enorm wichtig, das Unternehmen zu positionieren, aber vor allem auch die Marke zu positionieren. Und da braucht man schon eine ordentliche Expertise und die kann ein PR-Berater oder eine PR-Agentur ganz gut geben. Und für den Wirtschaftsstandort an sich, also mittlerweile haben die PR-Agenturen und Berater um die 5 Milliarden Euro pro Jahr schon Umsatz und 20.000 Mitarbeiter hängen dran, also ist eine wesentliche Branche für Österreich. Sind wir schon gespannt. Wir kommen nämlich jetzt zu den 6 Kategorien, wo wir 6 Kategorie-Sieger küren werden. Und ja, einer davon geht mit dem Staatspreis Public Relations 2020 nach Hause. Und die erste Kategorie ist Corporate PR. Nominiert für den Kategoriesieg in der Kategorie Corporate PR sind A1 Mission Future. Junge Ideen, die Zukunft machen. PR-Träger A1 Telekom Austria Group. Jugendliche auf der ganzen Welt verschaffen sich Gehör. Sie wollen die Zukunft gestalten. Auch die Digitalisierung verlangt nach neuen Konzepten. Und hier setzt A1 Mission Future an. Wir haben österreichweit junge Visionäre gesucht. Unser Ziel? Gestalterinnen von morgen eine Bühne geben und sie mit den Leadern von heute vernetzen. Und genau das ist uns gelungen. Aus mehr als 200 Bewerbern haben wir 40 ausgewählt und gemeinsam mit CEOs und Experten Konzepte entwickelt. Die beste Idee wurde prämiert und bei einem Event mit Bundesministerin, EU-Kommissarin und 200 Gästen diskutiert. EU-Programm Interreg AT-CZ. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit Österreich-Tschechische Republik. PR-Träger EU-Programm Interreg. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit Österreich-Tschechische Republik. Externer Berater Communications. Agentur für PR, Events und Marketing. Der niederösterreichischen Landesregierung fördert die grenzüberschreitende Zusammenarbeit von 320 Projektpartnern. 60 davon haben wir in Workshops geschult und motiviert, ihre Arbeit in den eigenen Reihen bestmöglich bekannt zu machen. Einige haben wir mittels Video vor den Vorhang geholt. Unsere Strategie, die Projektpartner jeweils gemeinsam, authentisch und emotional ihre Geschichte erzählen zu lassen, ist aufgegangen. Ohne die EU wäre das nie möglich gewesen. Mona Netz, die Botschafterin der Wiener Netze für die nächste Generation. PR-Träger Wiener Netze GmbH. Externer Berater Logo EU. Hallo, ich bin Mona Netz, die Botschafterin der Wiener Netze für die nächste Generation. Ich gebe Kindern Einblicke in die intelligente Infrastruktur von morgen und in die Energienetze der Zukunft. Strom, Gas und Fernwärme mache ich mit Experimenten begreifbar und erlebbar. Auf Veranstaltungen, bei Führungen und in Videos. Für Lehrkräfte stelle ich didaktische Unterlagen zur Verfügung.
Als Frau in einem technischen Beruf bin ich auch Vorbild. Ich stehe für Chancengleichheit und Talenteförderung. Entdecken Sie mit mir gemeinsam die Welt der Wiener Netze. Das sind Sie, unsere Finalisten für Corporate PR, und wir küren jetzt gleich den Kategoriesieger. Mona Netz, herzliche Gratulation an den Kategoriesieger heute hier bei uns, Bettina Wiedler von Wiener Netze. Bitte holen Sie sich Ihre Nominierungsurkunde ab, und wenn Sie an Ihrer Position sind, dann dürfen Sie auch den Mund-Nasen-Schutz abnehmen, und ich darf Sie fragen, diese Person, Mona Netz, haben Sie da ein Bild vor Augen gehabt? Gibt es diese Frau vielleicht wirklich, an die Sie sich angelehnt haben? Wie groß war die Herausforderung? Die Herausforderung ist natürlich, am Anfang einen Charakter zu schaffen, der für Chancengleichheit stehen soll, der für Talenteförderung stehen soll, ist natürlich eine große Herausforderung. Auch als Role Model für Frauen in die Technik gilt. Aber wir haben bei uns im Unternehmen ganz viele tolle Vorbilder in allen Bereichen. Also wir haben nicht wirklich viel suchen müssen. Ne? Und das ist das Ergebnis, und das ist eine Nominierungsurkunde wert. Herzlichen Glückwunsch schon mal dafür, und auch Sie sind noch im Rennen für den Staatspreis Public Relations 2020. Aber vielen herzlichen Dank fürs Erste, und Sie dürfen natürlich auch noch erfahren, wie die Jury gewertet hat und warum gerade Ihr Projekt gekürt wurde. Die Idee, eine Markenfigur für Kinder und Jugendliche zu schaffen, um das komplexe Thema Energienetz zu veranschaulichen, wurde konsequent umgesetzt. Die sehr gelungene Dialoggruppenansprache funktionierte sowohl bei realen Veranstaltungen als auch virtuell über die Website der Wiener Netze. Herzliche Gratulation, und Sie dürfen wieder Platz nehmen. Dankeschön. Dankeschön. Herzliche Gratulation. Und unsere nächste Kategorie ist CSR-Kommunikation. Nominiert für den Kategoriesieg in der Kategorie Corporate Social Responsibility sind Energized AR, PR-Träger Salzburg AG, externer Berater Polycula. Mit Energized AR ist es gelungen, Wissen zu den Nachhaltigkeitsthemen der Salzburg AG mittels unterhaltsamer App und Expertentalks zu vermitteln. Der Augmented Reality Escape Raum weckt Neugierde und lädt dazu ein, Lernen völlig neu zu entdecken. Mit diesem positiven, spielerischen Ansatz, gepaart mit einer Prise Technologie, positioniert sich die Salzburg AG nicht nur im Bereich Corporate Social Responsibility, sondern auch als attraktiver Arbeitgeber. Everybody In, wie die Wäschemarke Skinny mit Corporate Activism Kundinnen empowert. PR-Träger Skinny Bodywear GmbH. Externer Berater Visionistas GmbH. In einer Welt, in der unrealistische Körperideale Werbung und Marketing bestimmen, läutet Skinny eine neue Ära ein. Die Wäschemarke will gängigen Schönheitsnormen den Rücken kehren und zeigen, dass alle Körper gut sind, so wie sie sind. Unabhängig von Sexualität, Behinderung, Alter, Geschlecht oder Hautfarbe. Mit Everybody In, Österreichs erstem Festival für Diversität und Körperkultur und einer umfangreichen Corporate Activism Kampagne, schafft Skinny Raum für ehrlichen Diskurs, online und offline. Recht haben ist Kindersache. 30 Jahre Kinderrechte. PR-Träger SOS Kinderdorf. Jeden Tag werden die Rechte von Kindern und Jugendlichen verletzt. Auf der ganzen Welt und auch in Österreich. Das zeigt sich vor allem in Krisenzeiten. SOS Kinderdorf nutzte das 30-jährige Jubiläum der UN-Kinderrechtskonvention, um darauf aufmerksam zu machen. Herzstück der Kampagne Recht haben ist Kindersache war die Pyjama-Party beim Bundespräsidenten.
Alexander van der Bellen lud 30 Kindern von SOS Kinderdorf zu sich in die Hofburg. Sie durften dort übernachten. Das Medieninteresse war enorm. Damit haben wir einen Überblick über alle Finalisten bekommen in dieser Kategorie. Und eine Person wird gleich jubeln, denn sie ist Kategoriesieger. Wir lösen auf. Herzliche Gratulation. Recht haben ist Kindersache. SOS Kinderdorf. Bitte kommen Sie zu mir. Martina Stemmer ist da bei uns und freut sich jetzt in der Auswahl zu sein, nominiert zu sein für den Staatspreis Public Relations. Geben Sie uns einen kleinen Einblick, wie war denn diese Pyjama-Party mit dem Herrn Bundespräsidenten? Ich glaube, wir wären alle gerne dabei gewesen. Ja, die war wirklich großartig. Also die Kinder haben einen Riesenspaß gemacht, haben auch, denen hat es einen Riesenspaß gemacht, haben auch ordentlich Radau gemacht in der Hofburg. Und der Bundespräsident und seine Gattin waren so entspannt. Also es war wirklich, wirklich sehr, sehr toll. Und es, die Kinder reden auch heute davon. Also es hat wirklich auch bleibenden Eindruck gelassen. Und es war einfach schön zu sehen, wie ohne Berührungsängste, dass da Kinder einfach mal sich das anschauen können, die Hofburg, und auch erklärt bekommen, was ein Bundespräsident so macht. Gleichzeitig auch ihre Anliegen quasi dem Herrn Bundespräsidenten direkt übermitteln konnte. Das war wirklich eine sehr schöne Sache. Was sind denn da für Anliegen gekommen? Ja, von sie wollen mehr bestimmen, was es zu Mittag gibt, über sie finden generell, dass die Anliegen von Kindern, dass viel zu wenig auf das geschaut wird, was ihre Anliegen sind. Das sieht man ja jetzt auch gerade in der Corona-Krise. Auch hier ist es sehr wichtig, dass Kinder einfach mehr zu Wort kommen. Das ist uns wichtig und diese Auszeichnung bestärkt uns auch darin, das weiter zu tun. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Und das ist die Begründung der Jury. Perfekte Kombination aus Medienarbeit, Social Media Kommunikation und einem ganz besonderen CSR-Event. Bundespräsident Alexander van der Bellen lud Kinder zu einer Pyjama-Party in die Präsidentschaftskanzlei ein, um den 30. Geburtstag der UN-Kinderrechtskonvention zu feiern. Und ja, vielleicht ist er ja beim nächsten Mal dann selbst im Pyjama. Wer weiß das schon genau. Sehr schön. Herzliche Gratulation zu Ihrer Nominierung. Gratuliere. Und damit geht es bei uns gleich weiter mit der nächsten Kategorie, digitale Kommunikation. Nominiert für den Kategoriesieg in der Kategorie digitale Kommunikation sind die Kampagne Hashtag darüber reden wir oder wie man eine Stadt dazu bringt, über psychische Gesundheit zu sprechen. PR-Träger Kuratorium für psychosoziale Dienste Wien. Externer Berater Pick & Bars Digital Strategies GmbH. Die Kampagne Darüber reden wir zeigt auf ganz starke Art und Weise, wie wir den digitalen Raum nutzen können, um gesellschaftlichen Diskurs zu verändern, in dem Fall die Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen zu brechen. Gemeinsam mit den psychosozialen Diensten Wiens haben wir eine Community aufbauen können, die sich einsetzt, selber zu Wort meldet und damit andere stärkt. Influencerinnen haben mit uns kooperiert, wir haben die ersten deutschsprachigen Giphy-Sticker zu Mental Health veröffentlicht und über 10.000 Menschen haben sich lautstark auf Instagram und Facebook zu Wort gemeldet, um dieses Tabu zu brechen. Heads Up Safety App. PR-Träger Mondi. Externer Berater Pen & Paper Agency, Vienna. Wir haben unsere neuen Mondi-Sicherheitsregeln gamifiziert und in neuen Levels im Spiel Heads Up eingebaut. Das Spiel stellen wir weltweit allen Mitarbeitern, deren Familien und Freunden via App-Download zur Verfügung. Damit lenken wir die Aufmerksamkeit im Arbeits- und im Privatleben auf das Thema Sicherheit. Heads Up unsere Zukunft nachhaltig beeinflussen. Darum sind wir der Meinung, wir haben den Staatspreis verdient. It's in our hands. Bewusstseinskampagne für verstecktes Plastik in Feuchttüchern. PR-Träger Lenzing AG. Externer Berater Currycom Communications.
Unser Ziel war es, Konsumentinnen und Hersteller gleichermaßen für verstecktes Plastik in Feuchttüchern zu sensibilisieren und aufzuzeigen, dass die Lenzing-Gruppe unter der Marke Biocell biologisch abbaubare Zellulosefasern als Alternative anbietet. Unter dem Claim It's in our hands haben wir eine Kampagne gelauncht und konnten über eine Plattform, PR, Social Media und Influencer-Aktivitäten eine Reichweite von 40 Millionen erzielen. Und Lenzing kann ein Jahr später auf 20 Feuchttücher verweisen mit Biocell im Co-Branding, weil wir damit die Welt ein bisschen besser gemacht haben und es weiter tun. Das sind unsere drei Finalisten. Ich würde sagen, alle drei haben eine Nominierung verdient, kann aber nur einen geben. Wir lösen auf. Und wir haben einen Kategorie-Sieger. Ja, wie schafft man das, dass eine Stadt über psychische Gesundheit spricht? Dieses Projekt hat es geschafft und ich gratuliere recht herzlich der Kampagne. Darüber reden wir. Stefanie Grubich ist hier von Pick und Bad. Herzliche Gratulation, das ist Ihre Nominierungsurkunde. Und ich hoffe, Sie freuen sich. Sehr. Es ist noch alles möglich, auch dass Sie heute mit diesem Staatspreis nach Hause gehen. Aber wie gewinnt man tatsächlich eine digitale Community für ein Tabuthema? Das Besondere an der Kampagne ist der Mut, der dahinter steckt. Einerseits der Mut vom PSD Wien, diese Kampagne überhaupt loszutreten und was zur Entstigmatisierung beizutragen. Und andererseits aber wirklich der Mut von jeder Person, die mitgemacht hat, aktiv und sich dazu geäußert hat. Die haben einfach jeder und jeder Stück für Stück einen Teil Tabu gebrochen und auf das sind wir ganz besonders stolz. Und das ist die Begründung der Jury. Eine sehr durchdachte, integrierte Kommunikationskampagne mit Schwerpunkt Digital Awareness. Es gelang beeindruckend, eine digitale Community aufzubauen und dem Tabuthema psychischen Erkrankungen mehr Raum in der Kommunikation und der öffentlichen Wahrnehmung zu geben. Herzliche Gratulation Ihnen und Ihrem Team. Herzliche Gratulation. Gratuliere. Und es geht weiter mit unserer nächsten Kategorie, interne PR und Employer Branding. Nominiert für den Kategoriesieg in der Kategorie interne PR und Employer Branding sind das Internet und meine Feuerwehr. Wie soziale Medien das Image der österreichischen Feuerwehr mitgestalten. PR-Träger Österreichischer Bundesfeuerwehrverband. Externer Berater The Skills Group und Österreichisches Institut für angewandte Telekommunikation. Jedes Feuerwehrmitglied in der Öffentlichkeit soll als Vorbild wahrgenommen werden. Natürlich beeinflussen private Social-Media-Profile unserer Mitglieder die Reputation der gesamten Feuerwehr. Als eine der ersten Einsatzorganisationen haben wir dazu ein internes Kommunikationsprogramm entwickelt und flächendeckend Social-Media-Schulungen mit PR- und Internetprofis durchgeführt. Die 340.000 Feuerwehrmitglieder werden so zu Multiplikatoren für mehr Verantwortungsbewusstsein im Internet. DS 24 Hours. 15.000 Mitarbeiter, 90 Standorte, 24 Stunden. Eine gemeinsame Unternehmenskultur rund um den Globus. PR-Träger Dance Please Sirona. In 24 Stunden rund um die Welt. 90 Standorte, 15.000 Mitarbeiter, 11 Sprachen und das Ganze live. DS 24 Hours war definitiv ein crazy experiment. 24 Stunden lang ein Townhall nach dem anderen. Und alle Mitarbeiter konnten jederzeit live dabei sein. Ausgestrahlt wurde aus einem Pop-up-Fernsehstudio inmitten unserer Produktion. Und geblieben sind viele unvergessliche Momente und der Beginn einer neuen Unternehmenskultur. Tirolia. Employer Story mit Speed. Auf allen Kanälen. PR-Träger Tirolia Spedition GmbH. Externer Berater, Angerers Kommunikation für Marken und HR.
Gewinnst du als LKW-Spedition in deiner Region passende Menschen für einen Job in einem Team, bei dem Speed und Eigenverantwortung besonders zählen? Mit einer stimmigen Analogie. Rennsport. Wir haben einfach unsere Belegschaft in diesem Projekt in ein Racing-Team verwandelt. Sichtbar gemacht durchs eigens designte Teamwear. Verbreitet mit knackigen Teasern und umfassenden Informationen zu Job und Team. Digital wie analog. Willkommen im Team Speedstar. Einreichungen gab es heuer in Summe für den Staatspreis Public Relations und das waren die drei Finalisten in der Kategorie Internet PR und Employer Branding. Die Spannung steigt. Wer ist denn der Kategorie Sieger? Wir lösen auf. Das Internet und meine Feuerwehr. Herzliche Gratulation. Andreas Rieger vom österreichischen Bundesfeuerwehrverband ist heute hier bei uns. Herzlich willkommen. Das ist Ihre Nominierungsurkunde. Auch Sie haben heute noch alle Chancen, den Staatspreis Public Relations mit nach Hause zu nehmen. Vielen Dank. Aber zuerst mal, wie war denn das Feedback? Das würde mich interessieren, als Sie Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesagt haben, ihr könnt jetzt Workshops belegen, wie ihr euer eigenes Social-Media-Profil ein bisschen aufpeppt und dann eigentlich die besten Testimonials seid. Das ist die größte Herausforderung gewesen, dieses Bewusstsein überhaupt zu schaffen, denn sehr viele von unseren 340.000 Mitgliedern sind online und meinen, das privat zu sein. Doch wenn sie mit Uniform in sozialen Netzwerken unterwegs sind, sind sie nicht mehr nur privat. Und da ein bisschen darauf hinzuweisen, dass das natürlich auch auf die Feuerwehr zurückfällt, Meinungsäußerungen, Likes und so weiter, das war die größte Herausforderung, wobei ich sehr froh bin, dass das in allen Landesfeuerwehrverbänden gut aufgenommen wurde und dass diese Workshops auch sehr gut angenommen wurden. Also Sie sind auch vertreten, österreichische Bundesfeuerwehrverband in den sozialen Medien. Wir können Sie liken jetzt dann gleich, oder? Sehr gerne. Als Bundesfeuerwehrverband und als Feuerwehr.at sind wir online und freuen uns über jedes Like. Und ich bin sehr froh, dass wir dieses Projekt mit einem sehr kleinen Team und mit der Unterstützung von Skills und SaferInternet.at umsetzen konnten. Es war ein langer Weg und wir sind sehr froh, dass wir jetzt da sind und dass dieses Projekt auch gewürdigt wurde. Also wenn Sie 1 Million Likes morgen haben, Sie wissen, das stammt von unserem Publikum im Studio und unserem Publikum heute, das live online dabei ist. Vielen Dank. Und Sie möchten natürlich auch noch wissen, wie die Jury gewertet hat, stelle ich mir vor. Und das ist die Begründung. Die Feuerwehrmitglieder, der überwiegende Teil davon ehrenamtlich tätig, werden in dieser PR-Kampagne nicht nur als Botschafter gestärkt, sondern erhalten gleichzeitig in Workshops die notwendige Social-Media-Kompetenz. Eine erfolgreiche interne Initiative, die auch viel positives Medienecho verbuchen konnte. Herzliche Gratulation. Vielen Dank. Dankeschön. Herzliche Gratulation. Danke. Und damit sind noch zwei Kategorien ausständig. Eine davon ist Produkt- und Service-PR. Nominiert für den Kategoriesieg in der Kategorie Produkt- und Service-PR sind Launch A1 5 Giganetz, PR-Träger A1 Telekom Austria. Mit 5G hat A1 die nächste Mobilfunkgeneration auf den Markt gebracht und mit dem A1 Glasfasernetz zum 5-Giganetz kombiniert. Im Zuge unseres Launches haben wir Silvestergrüße auf den Stephansdom projiziert und das 5G-Netz am Hahnenkamm in Kitzbühel live geschalten. Die Relevanz für Österreich wurde durch die Beteiligung der Bundesregierung betont. Info-Events, eine begleitende Studie zum volkswirtschaftlichen Nutzen, eine umfassende Mitarbeiterkommunikation sowie umfangreiche Social-Media-Kampagnen rundeten die sehr erfolgreiche Umsetzung ab. Wiener Tradition trifft moderne Technik. Wien Energie fährt mit E-Fiaker durch die Stadt. PR-Träger Wien Energie GmbH. Externer Berater Traktor Werbeagentur GmbH. Wie kann man Elektromobilität charmant vermitteln? E-Autos sind klimafreundlich, fahren CO2-frei, ja eh, aber sie schauen halt aus wie herkömmliche Autos. Denken wir also an Pferdestärken mit Wiener Tradition, den Fiaker. Dort sieht man, was passiert, wenn ein E-Motor da ist und die Pferde weg sind. Also, bauen wir einen E-Fiaker.
Durch geschickte Platzierung an typischen Touristenorten ist uns gelungen, medial, auch international und öffentlich eine Debatte anzustoßen. Klimafreundliche Mobilität war das Thema. Der EPAG war nicht nur Top-Motiv auf Instagram, sondern hat sogar noch ins Wiener Regierungsprogramm geschafft. Respekt! Das sind die Finalisten für diese Kategorie. Und wir küren auch gleich den Kategoriesieger. Oh ja, der IFEACER, der hat die Gemüter erhitzt. Frau Salmhofer von Wien Energie, noch einmal hier bei uns. Sie haben mir schon verraten, es gab sehr kontroversielle Diskussionen rund um dieses Thema und auch Kommentare in den sozialen Medien. Haben Sie das ein bisschen verfolgt? Wie weit sind die Meinungen da auseinander gewesen? Die Wogen sind sehr hoch gegangen. Wir haben ja die Aufgabe, wenn man sich vorstellt, ein Drittel des CO2-Ausstoßes ist der Verkehr. Und jetzt haben wir die Aufgabe, diesen CO2-Ausstoß irgendwie zu reduzieren. Und deshalb forcieren wir so stark Elektromobilität in der Stadt. Und warum es so hoch gegangen ist, ein EFIACER, wir hatten die Tierschützer alle auf unserer Seite. Und wir hatten auch die Innung der FIACER bei uns. Und da gingen die Wogen hoch. Und wir haben es geschafft, mit dem EFIACER auf die Titelblätter der Zeitungen zu kommen, haben uns sehr gefreut und in Social Media ist rund gegangen. 3-4 Tage, es war uns bewusst, aber es hat sich ausgezahlt. Elektromobilität war in aller Munde. Oh, herzliche Gratulation. Die Begründung der Jury lautet wie folgt. Die Strategie, hohe mediale Aufmerksamkeit und öffentliche Diskussion für E-Mobilität zu erreichen, wurde mittels Provokation umgesetzt. Der EFIACER weckte Emotionen, Ängste bei den FIACERern und regte eine Vielzahl von Menschen zu kontroversiellen Kommentaren an. Wir sind uns einig, super Projekt, verdient eine Nominierung. Vielen herzlichen Dank für Ihr Kommen. Vielen herzlichen Dank, wir freuen uns. Danke. Und damit fehlt noch eine Kategorie. PA-Spezialprojekte und Innovationen. Nominiert für den Kategoriesieg in der Kategorie PR-Spezialprojekte, Innovationen sind Wien X Brüssel. Kommunikation zum ersten Nightjet Wien Brüssel. PR-Träger Österreichische Bundesbahnen, ÖBB. Anfang 2020 haben wir die Eröffnung einer neuen Nightjet-Linie von Wien nach Brüssel umfassend inszeniert. Mit einem Verabschiedungsevent in Wien, einem Begrüßungsevent in Brüssel, bei dem wir Stakeholder aus NGOs, Politik und Medien mitgenommen haben. Medienberichterstattung in nationalen Tageszeitungen und internationalen Magazinen von Krone bis New York Times, allein in Österreich 8 Millionen Brutto-Reichweite durch die Medienberichterstattung, 5 Millionen Reichweite durch unsere Social-Media-Kanäle und nicht zu vergessen ein Trending-Hashtag, Hashtag Nightjet. Zucker raus Initiative. Die Allianz gegen zu viel Zucker. PR-Träger Spar Österreichische Warenhandels AG. Externer Berater Alpha Z Kommunikationsberatung GmbH. Mit 92 Gramm Zucker pro Tag überschreiten die Österreicherinnen und Österreicher die WHO-Empfehlung um ein Vielfaches. Um Konsumenten eine zuckerärmere Ernährung zu ermöglichen und Gesundheit und Prävention zu fördern, initiierte Spar die Zucker-Raus-Initiative. Eine Allianz gemeinsam mit der österreichischen Ärztekammer, Herstellern und Gesundheitsexperten. Mit der Kampagne von Spar wurde ein breiter gesellschafts- und gesundheitspolitischer Diskurs angestoßen. Im Schulterschluss mit mittlerweile 43 Partnern konnten so bis Ende 2019 6.700 Tonnen Zucker in Lebensmittel reduziert werden. Hashtag Recht auf Zukunft. Die erste Klimaklage Österreichs. PR-Träger Greenpeace in Zentral- und Osteuropa. Bereits heute spüren wir in Österreich die Auswirkungen der Klimakrise durch Hochwasser, aber auch Hitzeperioden. Der Staat hat die Verpflichtung, uns vor der Klimakrise zu schützen. Doch das macht er nicht ausreichend. Im Gegenteil, es gibt immer noch klimaschädliche Gesetze, wie beispielsweise die Kerosinsteuerbefreiung. Dagegen haben wir jetzt bei Greenpeace zusammen mit 8000 Österreicherinnen und Österreichern
beim Verfassungsgerichtshof Klage eingebracht. Denn wir alle haben ein Recht auf eine gute und eine lebenswerte Zukunft. Einen Kategoriesieger küren wir noch am heutigen Abend und wir lösen auf. Hashtag Recht auf Zukunft, die erste Klimaklage Österreichs. Jasmin Durecker von Greenpeace ist hier. Herzliche Gratulation Ihnen. Dankeschön. Schon mal. Und Sie hatten da wirklich eine große Herausforderung. Das sind zum einen diese rechtlichen Fakten, die irgendwie an die Bevölkerung gebracht werden müssen. Und dann aber auch noch, wie macht man das mit Emotionen? Wie haben Sie das geschafft? Ja, das war natürlich eine Herausforderung. Eine Klage ist auf dem ersten Blick natürlich nicht sehr gut zugänglich, aber wir haben es wirklich geschafft, hier mit auch Beispielen und aufgezeigt, warum es so wichtig ist, für die Klimakrise sich stark zu machen, auch wirklich über 8000 Österreicherinnen und Österreicher mit uns an Bord zu holen, die auch mit uns dann vom Verfassungsgerichtshof für eine lebenswerte Zukunft gezogen sind. Und dafür gibt es diese Nominierungsurkunde und folgende Bewertung der Jury. Das Thema Klimaklage als rechtliches Instrument beim Verfassungsgerichtshof wurde sehr stimmig mit einer integrierten Kommunikationsstrategie, in der klassische und neue Medien offline und online kombiniert wurden, umgesetzt. Die kommunikative Verknüpfung von rechtlichen Fakten mit emotional betroffenen Testimonials resultierte in einer exzellenten Zielerreichung hinsichtlich medialer Reichweiten und mehr als 8000 aktiven Unterzeichnern der Sammelklage. Auch Ihnen viel Glück weiterhin und ja, mal schauen, gleich vergeben wir auch den Staatspreis Public Relations. Danke fürs Erste. Danke. Herzliche Gratulation. Und damit nähern wir uns gleich dem Höhepunkt. Die Nominierungsurkunden sind vergeben. Diese Nominierungen an sich schon eine große Auszeichnung, die man sich verdienen muss und die sich all unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer heute verdient haben. Frau Dr. Wippersberg, Sie waren ja auch Juryvorsitzende. Wie war denn die Qualität heuer der Einreichungen? Ja, wieder unglaublich beeindruckend. Also wir durften ja 92 Projekte uns anschauen. Und ich sage absichtlich, wir durften, weil es auch vielleicht auch ein bisschen, wir mussten uns diese 92 Projekte anschauen. Wir haben nämlich vor einigen Jahren in der Jury beschlossen, wir schauen uns, also jedes Jurymitglied schaut sich jede Einreichung an. In Deutschland ist das zum Beispiel anders, da kriegt man nur bestimmte Kategorien. Da durfte ich jetzt übrigens die Corona-Kategorie vom Deutschen PR-Preis mir anschauen. Und auch der Vergleich macht mich sicher, die Einreichungen sind wirklich ganz, ganz großartig. Und damit waren die 92 nicht nur eine Aufgabe, sondern auch eine Freude. Und naja, die Jury-Sitzung war hybrid. Das heißt, wir wissen alle, was das bedeutet. 3-4 Leute waren vor Ort, der Rest über Zoom zugeschaltet. Wir hatten auch einige neue Mitglieder in der Jury. Und das ist, glaube ich, auch der Moment, den Jurymitgliedern zu danken, weil das ist viel Arbeit, die da reinfließt. Und so eine Jury-Sitzung ist auch anstrengend, aber sehr wertvoll, wenn man doch die unterschiedlichen Meinungen und Ansichten zu den Projekten einholen kann. Und ich glaube, wir haben das auch in dieser hybriden Situation sehr gut geschafft. Und ich möchte sagen, wir haben zum Beispiel über eine Kategorie sehr lange diskutiert, und zwar digitale Kommunikation. Wir haben es vorher gehört, es gibt eigentlich kein PR-Projekt ohne digitale Aspekte. Und wir haben uns bei der Kategorie lustigerweise sehr schwer getan, zu sagen, wer bleibt denn da eigentlich noch über? Wo steht denn die digitale Kommunikation quasi so im Mittelpunkt, dass man das in dieser Kategorie einordnen sollte? Und es war kein einziges Projekt dabei, das keine digitalen Komponenten hatte. Also das ist vielleicht eine Aufgabe für die nächsten Jahre, dass man uns die Einreichungsunterlagen anschaut. Ist ein positives Zeichen, ja, oder? Absolut, ja, absolut. Aber ich denke mal generell, also auch diese Projekte, die wir jetzt gesehen haben, PR, in gewisser Weise ist es schon auch ein bisschen Geschmackssache. Ich kann mir vorstellen, dass das Herausfiltern des Staatspreisträgers ein schwieriges Unterfangen war. Ja, absolut. Also wir gehen zuerst wirklich eine Kategorie nach der anderen durch, bewerten da sehr viel, diskutieren darüber und schauen, dass wir wirklich diese Geschmacksfrage außen vor lassen. Ja, natürlich hat man gewisse Vorlieben, aber es geht nicht darum zu sagen, das gefällt mir am besten, sondern wirklich inhaltliche Argumente zu finden, warum das sachlich gerechtfertigt ist, dass zunächst dieser Finalist zum Kategoriesieger wird und dann eben für den Staatspreis nominiert. Und was vorher schon gesagt wurde, die Nominierung zum Staatspreis ist an sich schon eine Auszeichnung. Und das sehen wir auch in der PR-Branche, dass das auch ganz genauso wahrgenommen wird.
Und unser Herr Generalsekretär Estern hat schon das güldene Kuvert in Händen. Und da drinnen befindet sich tatsächlich der Staatspreisträger Public Relations 2020. Ich darf Sie bitten aufzulösen. Ich bin sehr gespannt. Der Staatspreis Public Relations 2020 geht an Recht haben ist Kinder, Sache 30 Jahre Kinderrechte, bei Erträger SOS Kinderdorf. Herzliche Gratulation. Wow. Martina Stemmer, wow, das ist Ihre Staatspreisurkunde und auch die Trophäe. Daneben, die sicher ein schönes Platzerl finden wird, haben Sie schon einen Ort im Auge? Das muss ich jetzt dann im Team besprechen, wo wir, also ob das in Wien, in Innsbruck, in Graz ist. Wir sind ja über ganz Österreich verstreut, SOS Kinderdorf, auch unser Team. Also das wird wahrscheinlich ein Wanderpokal werden, einmal durch Österreich. Aber wo er ganz sicher dabei ist, ist bei der nächsten Pyjama-Party oder in der Präsidentschaftskanzlei. Ganz, ganz sicher. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich riesig und wir werden uns alle sehr freuen, wenn ich die frohe Botschaft verkünden darf bei uns in der Organisation. Vielen Dank. Und Sie haben es gehört, es war kein leichtes Unterfangen der Jury. Diese Begründung, diese ausgeweitete Begründung, darf ich Ihnen noch vorlesen, damit Sie noch ein bisschen stolzer sind, Sie und Ihr Team gemeinsam. Eine strategisch gut geplante Kampagne rund um das Thema 30 Jahre Kinderrechte wurde klug und erfolgreich umgesetzt. Ausgehend vom Bundespräsidenten als Testimonial und seiner Pyjama-Party in der Hofburg gelang es dem Kommunikationsteam des SOS Kinderdorf perfekt, weitere Events in den Bundesländern sowie mit Medienarbeit und Social Media das Thema crossmedial zu platzieren. Konsequent auch die Strategie, nicht nur über Kinderrechte zu sprechen, sondern diese auch von Kindern in den Kinderstimmen-Videos selbst erklären zu lassen. Mit diesem gekonnten Mix an PR-Maßnahmen wurde mit einem kleinen Budget ein Maximum an Medienaufmerksamkeit erreicht und das SOS Kinderdorf nachhaltig mit dem Thema Kinderrechte verbunden. Ganz viele Kinder freuen sich jetzt auch mit Ihnen, Frau Stemmer, noch einmal herzlichen Glückwunsch. Vielen, vielen Dank. Und ich darf abschließend zu diesem schönen Projekt, das uns ja irgendwie auch alle emotional berührt, Sie, Frau Dr. Wippersberg, um Ihr Resümee bitten. Wie geht es Ihnen jetzt, wo wir einen Staatspreisträger gefunden haben? Ich habe es eingangs schon gesagt, ich freue mich irrsinnig, dass wir den Staatspreis verleihen konnten, und zwar in einer kleinen Präsenzveranstaltung. Ich freue mich sehr für Sie, herzliche Gratulation. Wir haben es uns in der Jury nicht einfach gemacht und Sie wissen vielleicht, wir stimmen immer digital ab, also niemand weiß, wie die andere abstimmt, und es war dann doch ein eindeutiges Ergebnis. Und ja, wie gesagt, ich freue mich wahnsinnig, dass wir das tun können, dass wir das auch noch im Jahr 2020 tun konnten, diese Verleihung durchführen. Herzlichen Dank an das Ministerium. Wir freuen uns, dass wir der Partner sein dürfen als PRVA bei diesem Staatspreis, weil das, auch das weiß ich aus internationalen, also von internationalen Kolleginnen und Kollegen, auf den Staatspreis sind sie sehr neidisch, weil eine derartige Auszeichnung gibt es sonst nicht. Da verleihen nur die Branchenverbände, das ist gut und wertvoll, aber ein Staatspreis ist ein Staatspreis. Herzlichen Dank dafür. Danke. Wir nehmen das auch wirklich als Wertschätzung für die Branche. Ja, und ich glaube, wir sehnen uns alle nach echten Events, das heißt nächstes Jahr wieder in echt bei einer Gala, oder? Machen wir. Herr Generalsekretär, Ihr Resümee, Ihr Abschlussstatement. Ich kann das Dankeschön nur zurückgeben. Danke für die langjährige Partnerschaft mit dem BR-Verband. Herzliche Gratulation allen Preisträgern, überhaupt Ihnen. Ein wirklich tolles Projekt. Aber auch denjenigen herzlichen Dank, die mitgemacht haben, aber nicht einen Preis bekommen haben. Ich möchte Sie bitten, wieder mitzutun. Vielleicht treffen wir uns nächstes Jahr dann bei der großen Gala und vielleicht knacken wir auch die 100er-Projektgrenze. Und mir bleibt noch Danke zu sagen. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken, vor allem auch bei meinem Team, beim Thomas Kollert, bei seiner Abteilung, die wirklich viel Arbeit investiert haben. Bei Ihnen für die gute Zusammenarbeit noch einmal. Und abschließend, liebe Nina Kraft, danke für eine charmante Begleitung, deine langjährige Engagement für unser Haus. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Generalsekretär. Danke, Frau Dr. Wippersberg. Danke allen Nominierten, allen Einreicherinnen und Einreichern und natürlich dem Staatspreisträger. Und danke auch Ihnen zu Hause oder im Büro, wo auch immer Sie sich gerade befinden. Danke fürs Dabeisein und das nächste Mal sehen wir uns dann hoffentlich wieder face-to-face live mit Handshake. Auf Wiedersehen.